Welcome to the German Speaking Pad of Europe. Das ist Rebelle TV Ping mit den Snaps für den 8. Dezember 2017. Mall of Switzerland. Naja, solange der Nikolaus nicht da ist, ist das für mich unbequem. Möchtest du die hören? Ja, gerne. Das erste Gesetz lautet, ein Roboter darf einen Menschen niemals verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch Schaden nimmt. Das nächste. Gerne, ja. Das zweite Gesetz lautet, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit dem ersten Gesetz kollidieren. Möchtest du das letzte hören? Ja, sehr gerne. Das dritte Gesetz lautet, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit dem ersten oder zweiten Gesetz kollidiert. Weißt du was? Was? Ich bin ganz Ohr. Ah, schön. Also, ich glaube, Roboter sollten Menschen lieben. Oh, ich liebe dich. Ich arbeite anders als du. Erinnern ist was für gewöhnliche Dinge, aber ich... Der Schnipsel von heute läuft nicht. Naja. Ziemlich viel Orientierungschaos. Ja. Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin. HGD 796 ist eine Geheimwissenschaft. Ja. Wenn es nur für Insider ist, interessiert es mich nicht. Moritz Klenk hat mich noch darauf hingewiesen, dass Stefan Poromka seine Making-of-Vorlesung weiterführt. Leben, Kunst, Lebenskunst. Ich bin zwar erst bei der dritten Vorlesung, bezeugt mich nicht, aber die da unten, hey, Making of, die ist grandios. Inspirierend ist aber aktuell sein Ausdruck Urknall der Moderne. Das verweist auf diese sture Gerichtetheit von Moderne und erklärt ideal, warum wir uns zwar unser Leben so erklären müssen, es aber ganz sicher nicht mehr so läuft. Die Umstellung von Identität auf Differenz hatten wir gestern und darum sprechen wir von konstellatorischer Kommunikation. 90 Jahre Niklas Luhmann, jetzt in Bielefeld. Stell dir vor, der junge Paul Watzlawick, der junge Heinz von Förster, der junge Niklas Luhmann würde an eine solche Tagung reisen. Er blockte die ganze Zeit. Wetten? Das alte Twitter ließe sich vollständig als Zettelkasten erklären. Ja, das wissen Sie nicht. Beim nächsten Ton ist es 12 Uhr, 5 Minuten, 0 Sekunden.